Jolan Troon, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis. Und heute möchte ich über ein Thema reden, das für mein Gameplay schon ziemlich wichtig ist. Und das sind die Delta-Quadrant-Borg-Koordinaten. Delta-Quadrant-Borg-Koordinaten sind im Endeffekt die Token, die man braucht, um in bestimmte Systeme im Delta-Quadranten zu reisen. Angefangen mit Chalika. Wenn wir da draufklicken, ich nehme eben anderes Schiff, dann wird nämlich angezeigt, dass man hier bezahlen muss und die braucht man, um Chalika, Misalup und Neara zu besuchen. Und diese Systeme sind was ganz Besonderes. Ich habe meine Voyager da schon mal hingeschickt, die ist im System drin. Und in diesem System findest du erstmal assimilierte Föderationsspäher. Das sind die Abfangschiffe, assimilierte klingonische Späher, das sind die Kampfschiffe und assimilierte romulanische Späher. Die sind ganz interessant, schon einmal, weil sie nicht als Beute das Tritanium bringen, aber wenn man sie zerstört, bekommt man ganz gut zerbrochene Schiffsteile hier, die man hinterher umtauschen kann, bei den höheren Levels. Nicht in Chalika, aber Misalup und Neara ist auch die Beute schon Schiffsteile. Was hier aber so besonders ist an diesem System ist, deswegen bin ich auch mit der Voyager hier, wenn du die Fähigkeit der Voyager benutzt, womit du normalerweise Bioschiffe herbeirufst, also die fortschrittlichen Sensoren, werden keine Bioschiffe auftauchen, solange du in diesem System bist. Ich habe Nilix vergessen fürs billiger machen, aber ist nicht schlimm. Dann gucken wir mal, was jetzt angeflogen kommt. Da kommt nämlich ein Borg-Kubus und kein Bioschiff. Heißt Assimilierungsdatenwürfel auf Deutsch. Und der greift dich dann an. Und den kann man zerstören. Ich muss in ein paar Sekunden dann nochmal das Gleiche machen, um nämlich was zu zeigen. Ich habe jetzt keine Fracht bekommen, aber wenn wir jetzt mal die Kisten einmal leer machen für gleich, dann können wir es jetzt schon gleich mal sehen, wahrscheinlich, dass es dabei ist, aber ich mach's gleich noch. Es war ja gar nicht die Frachtkisten. Ach, ich fall immer wieder drauf rein. Ich suche immer in den Frachtkisten, aber es ist gar nicht in den Frachtkisten, sondern man kommt es direkt geliefert. Aber wir gehen das Ganze nochmal an. Ich rufe nochmal ein. Diesmal zeige ich ihn dann nicht in groß, sondern die Beute, die er bringt. Weil ich ja erstmal gucken muss, von welcher Seite kommt er. Na, von welcher Seite kommt er? Da ist er. Und wenn wir jetzt mal auf Beute klicken, kannst du es hier sehen. Der bringt nämlich diese Föderationsnachrichten, in dem Fall romulanische Nachrichten, die man ja sonst von den Spähern oder den Scouts in den jeweiligen Systemen holen kann. Und die tauchen dann eben nicht in den Truhen auf normalerweise. Du hast noch eine Chance auf eine Riesentruhe, wie das jetzt gerade passiert ist. Und dann schauen wir noch mal rein, was in der Riesentruhe drin war. Aber die normale Beute bekomme ich ganz normal. Das Spiel hakt heute wieder ein bisschen. Ich musste schon ein paar Mal neu starten. Das ist heute ja mal wieder etwas problematisch. Aber wir haben eine Kiste bekommen und schauen da mal rein, was drin ist. In dem Fall nämlich Kommerzabzeichen. Das ist das, was aus den Kisten kommt. Die kannst du ja normalerweise durch Eintausch in der Voyager-Raffinerie bekommen und dann auch wieder in der Voyager-Raffinerie benutzen. Hier hast du eine Chance, wenn du so einen Borgwürfel abschießt, dann so ein 100 Kommerzabzeichen über die Kiste zu bekommen, zusätzlich zu dem, was du aus der Raffinerie holst. Aber das Interessante sind eben halt die Scout-Abzeichen. Und du siehst, die tauchen nicht bei mir in der Fracht auf. Die werden direkt bei dir in deinem Bestand verbucht. Und dann können wir eben noch mal gucken, ob die hier dabei waren oder bei den Materialien. Da komme ich nämlich immer durcheinander. Was findest du wo?
weil es manchmal gar nicht mal so logisch ist, wo jetzt was auftaucht. Aber, oder hätte ich doch weiter scrollen müssen. Ich falle immer drauf rein und vor allem, wenn es so laggt, dass man nicht weiterkommt. Ach, da sind die Nachrichten. Du siehst, klingonische Nachrichten, romulanische Nachrichten und Föderationsnachrichten. Da habe ich sehr viel davon. Warum ich so viel mehr Föderationsnachrichten habe, weiß ich gerade auswendig nicht. Aber die hole ich mir halt über diese Borgwürfel, weil ich die andauernd auch brauche. Denn gerade je höher du auf dem Level kommst, umso wichtiger werden die, um Baupläne für Schiffe zu bekommen. Das heißt, ich fliege dann normalerweise nicht nach Shalika, ich fliege dann schon ein System höher. Aber ich rufe diese Borg regelmäßig herbei. Da ist dann Misalup zum Beispiel. Da funktioniert das auch. Und dann nochmal in Neara, das ist hier. Da funktioniert das genauso. Da kannst du die Borg herbeirufen und mit der Voyager und dann eben diese Scout-Meldung bekommen. Nachrichten. Das ist das Doofe, wenn ich das immer auf Englisch spiele normalerweise. So, die Scout-Messages. Und das ist dann wirklich ganz schön, denn ich bekomme jetzt auf meinem Level, gerade bei meinem Ruf, richtig viel dafür. Wenn wir mal bei den Klingonen schauen, ich habe meine Tagesziele heute und alles noch gar nicht gemacht, das kommt dann später, aber du siehst, ich mache das immer erst nach der Arbeit. Und da ist er schon wieder abgeschmiert. Ich bekomme, dann erzähle ich es erstmal. Sowohl bei den Klingonen als auch bei der Föderation im Moment für den Umtausch einmal am Tag 4.700 klingonische Credits und 4.700 Föderationscredits, bei den Romulanern nur 1.800. Aber das ist natürlich eine Menge und damit kann ich natürlich gut vorankommen mit meinen Schiffsbauplänen. Diese Menge, die ich jetzt habe, funktioniert halt erst ab einem Ruf von 17 Milliarden. Das ist übrigens so ein kleiner Tipp. Wenn du diesen Triple Lock hast, ach jetzt funktioniert das noch nicht. Wenn du den Triple Lock gemacht hast, also den zweiten Triple Lock, dann bei 15 Milliarden für alle drei. Denk dran, dann auch weiterzugehen, zumindest bis 17 Milliarden für die du gerade, wo du wirklich Schiffe haben willst, weil da gibt es dann eben einen großen Sprung bei diesem Umtausch dieser Nachrichten. Denn wie gesagt, bei den Romulanern habe ich hier einen Umtauschwert von 1.800 romulanischen Credits. Und ab 17 Milliarden, deswegen siehst du, die Föderation habe ich gerade darüber gebracht, die sind jetzt bei 17,4, weil der Sprung so groß ist. Von 1.800 Credits bei 15 Milliarden, was ich noch hatte, und dann bei 17 Milliarden die 4.700 Credits, das ist natürlich ein ziemlicher Sprung. Und die will man natürlich mitnehmen. Und da tausche ich nämlich jeden Tag diese Nachrichten ein. Und die hole ich mir eben über die Borgwürfel in diesen Systemen, angefangen bei Shalika, wenn du jetzt auf niedrigeren Level bist, dann eben weiter über Misalup bis hin dann zu Neara. Dort ruft man die Borgwürfel und damit sammelt man diese Nachrichten ein, viel schneller, als man das kann, wenn man die Systeme abgrast. Diese Nachrichten kann man natürlich bei der Föderation zum Beispiel, geht's los mit Tama. In einigen Systemen findet man dann diese Fraktionsscouts. Bei der Föderation, wie gesagt, geht es bei Tama los als niedrigstes System. Und in bestimmten Systemen taucht halt, wo so ein Abfangjägersymbol mit dran ist, wenn keins dran ist, wird da keiner auftauchen im Normalfall, aber dass eins dran ist, ist halt auch nicht immer die Garantie. Aber es gibt eine Liste online, wenn man sehen will, wo die alle herkommen. Aber auf jeden Fall, da kann alle 30 Minuten einer auftauchen. Hier kann ich mir Borgwürfel rufen, solange ich das Material habe. Und du hast gerade gesehen, ich habe etliche Tausende von den Dingern und muss 500 ausgeben, weil ich Nilix, wie gesagt, nicht auf der Brücke habe, aber das ist nicht so schlimm. Aber ich kann hier jetzt etliche Borgwürfel rufen. Mit der Zeit wird das immer einfacher. Und du kannst das auch relativ früh im Spiel schon tun. Und die Menge, die du dann bekommst, ist schon sehr okay. Auch in Shalika schon. Und das hilft dir, dir eben Fraktionscredits zu holen. Es ist zwar jedes Mal unterschiedlich, welche er mitbringt, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt.
Es sind unterschiedliche Mischungen aus Föderation und Romulanern, Föderation Klingonen, Klingonen Romulaner. Also zwei verschiedene Sorten bekommst du normalerweise von so einem Borgwürfel und damit kannst du in kurzer Zeit deinen Bestand an diesen Fraktionsnachrichten auffrischen und die dann eben gegen Credits in den verschiedenen Fraktionen umtauschen und dir damit eben wieder Schiffsbaupläne holen. Und das hat mir extrem geholfen jetzt, dass ich mittlerweile die vollen Baupläne, obwohl ich Level 58 bin und noch weit weg bin vom von der Schiffswert 60, ich habe die vollen Baupläne für die Rotaran. Ich habe jetzt, glaube ich, 2/3 von der Enterprise D und eine halbe der Deridex. Also das vor allem auch, weil ich halt auch diesen zusätzlichen Credit-Schub jeden Tag bekomme über die Nachrichten. Die Borg, Delta-Quadrant-Borg-Koordinaten selbst, die du hier brauchst, bekommst du eben, wenn du, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, weil das ist jetzt ewig lange her, dass ich es gemacht habe, weil auch von denen habe ich so viele, wie du gesehen hast, wenn ich hier ins System fliegen will. Siehst du, ich habe im Moment 2880, weil ich halt auch nicht mehr drauf achte. Da muss mir jetzt mal jemand aushelfen, weil auch das Video auf Englisch, was ich dazu gemacht habe, so lange her ist. Entweder von Spezies 8472, wenn man die erledigt, oder von Herogen oder von beiden, hat man die Chance, über die Beutekisten eben diese Delta Quadrant Borg-Koordinaten zu bekommen. Da musst du jetzt leider mal ausprobieren, weil das ist für mich zu lange her, dass ich mir das wirklich genau angeguckt habe. Seitdem lasse ich das einfach nur laufen, weil ich auch nie Mangel habe. Deswegen habe ich da lange nicht mehr drauf geachtet. Aber da bekommt man die her und wenn man die dann eben hat, kann man in diese Systeme reinfliegen mit der Voyager und eben dann diese Borgwürfel rufen. Das funktioniert nicht in den Systemen, wo es die Anomalien gibt, wo man ja abbaut mit der Voyager, wo die Voyager dann ein Vermessungsschiff ist im Endeffekt. Da kann man keine Borgwürfel herbeirufen. Das ist das, wo man diese Blut Voyager rufen kann. Das ist ja auch ein paar Mal ein Diskussionsthema gewesen. Beim ersten Mal, wo man sie ruft, bekommt man dann tatsächlich noch ein kleines Goodie. Das ist so eine Art Easter Egg. Das heißt, das ist hat jemand bei uns auf Discord, ich glaube, Jess, du warst das ganz nett geschrieben. Die können da auftauchen, wenn du die gleiche Fähigkeit in den Systemen benutzt. Also wenn du das noch nie gesehen hast, probier es da mal aus. Da bekommt man dann auch einen schönen Avatar dafür. Nichtsdestotrotz wollte ich die Borg-Koordinaten mal angesprochen haben. Wie gesagt, kommentiert es gerne noch einmal, eben, ob es die Bioschiffe waren oder die Herogen. Da hängt es bei mir leider gerade im Kopf. Aber ansonsten, wenn du noch was hinzufügen möchtest, immer gerne die Kommentare oder auf Discord. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, das nächste ist hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.